Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Drinkfest Monsters Joker 2. Und jetzt bin ich mal wieder unten, genau. So, ja. Was soll ich jetzt noch weiter sagen? ich habe bei einer Synthese den größten Mist gebaut. Ich glaube, mit generell Synthese. Also, Synthese ist doch ein sehr kompliziertes Thema in diesem Spiel, muss man sagen. Also, wenn da nicht die richtigen Komponenten zusammengefügt werden, im Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann entstehen halt nicht die Monster. Wenn man einfach nur denkt, ja, packe ich einfach mal dieses Monster und dieses Monster zusammen, dann passt das schon. Nee, es fehlt noch ja, das, was vorher passiert. Naja. Egal. Fürs Durchspielen hoffe ich, reicht das jetzt aus, was ich hier jetzt zusammengeschustert habe. Ja. Und vielleicht gehen wir mal irgendwann mal auf die richtige Synthese ein. Auf in Dreamcast 1 und 2. Und dann kann ich mir ja Monster dann halt auch recht schnell besorgen. Vielleicht ein paar Synthese-Listen dann mal fertig machen oder so. Per Videoform. Mal gucken. Aber gut, ich zeige euch im Anschluss dann, was ich gekauft habe. Eine Sache noch. Ihr werdet gleich auch sehen, dass der Giant einfach viel zu groß ist. Deswegen ging es nicht besser. Also, leider. Und halt, Luna hat auch ein bisschen Zahlen und Ziffern im Gesicht bekommen. Dafür kann ich leider nichts. Das Spiel setzt mir irgendwie so eine Scheiße davor. Und ich kann es halt nicht wegmachen. Ich habe halt so gut wie möglich das Ganze entfernt. Also zumindest so, dass man halt nur Luna zieht, aber den Rest ist halt mit Zahlen und Dingens bedeckt. Kann ich nichts ändern. Und bei... ja, bei Giant kann ich kaum was entnehmen. Es funktioniert leider nicht. Er ist einfach zu riesig. Naja. Ich werde es wahrscheinlich bei der Liste auch wahrscheinlich komplett anders machen. Dass man auch alles sieht. Naja, ich wünsche euch ja trotzdem viel Spaß bei der kompletten CTS-Liste. Ich habe mir ein paar Rang A-Monster gemacht. Ja, und in der Hoffnung, dass ich da aus dem heutigen Team oder beziehungsweise dem letzten Team, ich habe gerade nochmal geguckt, ich kann nichts mehr weitermachen, außer bestimmte, ja, Viecher zu bekommen. Wir müssen sowieso wahrscheinlich nochmal eine Monster Hunter Jagd machen, weil wir noch so einiges noch vor uns haben. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht spiele ich das Spiel jetzt einfach durch und dann können wir die anderen ja auch noch irgendwo mal jagen. Vielleicht. Schauen wir mal. Ihr seht jetzt erstmal eben die Synthese. Also, viel Spaß.
Ja, wo ich. Ja. Also, in diesem Spiel ist ein Giant zu bekommen recht einfach, finde ich. Also halt ein, sogar, man kann einen craften. Ich weiß nicht, ob man das im ersten Teil machen kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber hier ein Giant zu craften, also ein zu synthetisieren, war doch sehr einfach, finde ich. Ich habe sogar gesehen, dass man den Chint-Schnabel sogar auch so holen kann, ohne dass man vorher halt die Synthese machen muss. Und dann einfach nur, wenn man halt so weit ist, wie ich jetzt, den Phantomwächter war das? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall das, was sie. Ne, den Dunkelschleim. Ja, und einfach habe ich dann einen Giant. Was? Das ist krass. Das ist wirklich krass. So, ich muss aber jetzt eben leider Gottes ein anderes Safe hochladen. Obwohl, auf der Karte ist halt Necropolis hier aufgetaucht. Mehr nicht. Mehr ist da nicht passiert. Ich bin rausgegangen und dann halt, wie ihr kennt, auch paar Wolken weg und dann ist da Necropolis aufgeleuchtet. Ja, mehr ist da nicht passiert. Ich wusste nicht, dass das ein eigenes Ding hat. Man könnte ja von den Rätselruinen ja auch rein. Aber es hat ja auch einen eigenen Teleport und einen eigenen Fluxportal. Also von daher gucken wir mal. So, ihr habt gesehen, Luna wurde jetzt zu diesem, ja, zu Duran. Heather habe ich zu Tank heran gemacht, also ganz einfach, ohne einen Rang A-Monster. Habe ich zwei Rang B-Monster zu A crafted, glaube ich, war das. Dann hatte ich die Wahl zwischen den Blasenschleim oder halt den Ritter, den Nachtritter. Ich dachte mir so, nimm mir mal was vollkommen Neues. Was mir neu ist, auf jeden Fall. Den Nachtritter einfach. Ja. Und dann halt, ja. Ist nicht viel passiert. Bubbles wurde zu den Hölligator. Dann die lebende Statue. Also, da hätte ich ein anderes Monster gehabt auf Rang A. Ich habe halt bei der Synthese hier schon missgebaut. Ja. Ich habe schon bei Karma, bei den Eisgletscher, hätte ich eher mit einem Monster. Also beziehungsweise mit einem Magmalefiz craften sollen. Nur ich habe es. Das Problem ist, ich hatte die Monster ja nicht selbst so geholt. Wenn ich jetzt einfach mal Magmalefiz mir hole, dann finde ich das nicht so schön. So, komischerweise sind aber auch die Golems verschwunden. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Und die Cyberschleime sind irgendwie auch alle verschwunden. Mittlerweile läuft es aber auch nicht so. Ja, da seht ihr. Da kann man doch auch, konnte man auch schnell einen Rang A-Monster besorgen. Ja. Hier Rang B. Heather und dann zack, Rang A. Und hier Waffendämon konnte man auch recht schnell bekommen. Ja, und Bubbles als Käferform ging leider nicht so aus. Leider. Ich habe zwei Giant benutzt. Ja, und der Rest ist einfach nur so. Rang B ist leider halt Plonf. Es gibt keinen Rang A, also muss er aus den Magierschleim irgendwas zaubern. Ob da nur was geht? Naja, ich werde wahrscheinlich irgendwann auch mal, wenn es soweit ist, auch die Ränge, beziehungsweise die, wie heißt gleich, die Syntheselisten mal durchforsten. Mit eurer Hilfe natürlich. So, ich hab ein paar Truhen aufgemacht und da war eine Maschinenteile drin. Wir hatten, glaube ich, noch ein paar. Und die Ausrüstung fiebt und stummt und wieder verschwunden. Und da ist was Neues aufgetaucht. Ich bin ein Ausrüstungsmann und verkaufe Gegenstände. Okay. Und wir können. Bitte was? Yggdrasil-Blätter.
Schalter kaufen? What the fuck? Machen wir das doch. Warte mal, wir holen uns auch am besten alles ab. Abheben, alles. Warte mal, wir machen das jetzt mal anders. Wir haben zwar jetzt Wiederbelebung, ich habe einige Sternchen habe ich ja jetzt erfüllt. Ich habe sie auch bis Level 40 trainiert, ungefähr. Circa. Okay, Runenstab. Heilige Clown. Sind die alle neu? Schlangenpeitsche. Okay, Drachenspalte. Okay, das ist teuer. Ja, was soll man machen? Packen wir mal. Und dann gucken wir, was wir mit dem Rest anstellen, mit dem Restgeld. So, wir rüsten die jetzt einfach nochmal neu aus. So. Die Axt. Ging ja noch was besser. Hier war das die Peitsche. Okay, die Axt ist die beste. Nee, das war nicht die Axt. Doch, hier die Axt. Die Waldarbeiter-Axt. Ja. Können wir eigentlich ein bisschen Arznei holen. Und 8 Yggdrasil-Blätter. Ist schon ordentlich, dass man hier Yggdrasil-Blätter kaufen kann. Habe ich auch noch nie erlebt. Okay, acht Exklusivblätter. Oh. Bronzebocken. Könnte man auch verkaufen. Metallticket. Da war ich noch nie, ne? Ich wollte ja unbedingt einmal dahin gehen. Aber wie mache ich das? Muss ich dafür auf die Karte? Ich dachte, ich werde jetzt dorthin teleportiert. Moment. Wir können die jetzt betreten, die Metallmanagerie. Aber wie machen wir das jetzt? Habt ihr jetzt was aufgeploppt? Ah, da oben. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ist es das? Das ist es tatsächlich. Okay. Eindeutig will ich, gibt es hier, glaube ich, alles, was Metallschleime betrifft. Und die hauen auch, glaube ich, nicht ab. Also zumindest hier auf dem Feld nicht. Metallhieb. Auch nicht schlecht, ne? Ihn mit als Metallhieb. Angriff. Zack. Also. Der ist gut. Also, Luna gefällt mir jetzt richtig. Die sind Duran. Der gefällt mir wirklich. So, das Gebiet ist jetzt nicht sonderlich groß, aber ich meine, hier gibt es sogar alle Sorten von Metalldinger, glaube ich. Oder gibt es hier nur diese kleinen? Ich weiß nicht, was man hier noch machen muss. Okay, die hauen doch ab. Man muss aufpassen. Es geht doch schneller, als man gucken kann. Aber man hat hier auf jeden Fall 100%ige Chance auf sowas. Aufwiegler. Oh, schön. Konzentration. Imposant. So nette Fähigkeiten. Interessant. Daneben kommt jetzt Teufelsball. Oh, ein Crit.
Hasenfuß. Mach lieber Metallhieb. Ist effektiver. Und der bleibt. Die hauen eigentlich normalerweise doch auch ab, oder nicht? Normalerweise. Ja, wie gesagt, es sind nicht viele Erfahrungspunkte, aber es sind nur noch wenige Monster übrig. Ach so. Es geht nach Monsteranzahl. Dann machen wir jetzt einfach mal das hier. Ich war ja noch nie, deswegen will ich es auch mal zeigen. Okay. Tauchen die wieder auf? Es gibt wohl eine bestimmte Monsteranzahl. Das waren jetzt drei Schleime, ne? Da müsste er ja wieder irgendwo auftauchen. Na egal. Mich interessiert schon, was passiert, wenn ich jetzt alles hier besiege. Irgendwann muss es ja mir in den Händen fallen, genauso wie jetzt. Okay. Es ist bis jetzt immer ein Jagdroboter dabei. Wir können es ja einfach mal ausprobieren. Mit zwei Crits, okay. Einen mal anzuwerben. Einfach mal so aus Jux und Dollerei. Vielleicht kriegen wir jetzt auch mal einen Metallschleim. Sieht mir nicht danach aus. Lage wird analysiert. Er greift an. Wir werden es jetzt einfach nochmal probieren. Ich glaube, Metallschleim anzuwärmen ist, glaube ich, das schwierigste ever. 1%. Das ist, glaube ich, das Maximum, das Gefühl. Oh, 2. Irgendwann wird er irgendwann. Irgendwann klappt das. Irgendwann. Ja, irgendwann klappt das. Maschinenteile erhalten. Nice. Was passiert jetzt? Alle Monster sind weg. Was? Das Gebiet ist in ein seltsames Licht getaucht. Was? Hä? Es ist weg. Es ist weg. Ja, und hier hinten ist halt Necropolis. Gut. Haben wir das auch mal gesehen?